So, hallo und herzlich willkommen zu Vampire the Masquerade Swansong und ich freue mich mega. Liegt einfach daran, diese ganze Vampire the Masquerade Teile basieren, also sie halten sich nicht exakt dran, aber sie basieren zumindest auf dem Pen and Paper von White Wolf und das habe ich, als ich noch ganz klein war, mega gern gespielt, ja, und White Wolf hat einfach eine unglaublich tolle Welt dort geschaffen und ein unglaublich tolles Regelwerk, finde ich persönlich, ne, mit den ganzen Clans, die es gibt, mit den ganzen Hierarchien und, ja, ja, was einfach total toll ist und ich will euch da aber auch gar nicht zu sehr zunörden, außerdem bin ich, wie gesagt, seit ganz vielen Jahren da aus der Materie auch draußen, ja, nur so kurz als Überblick, ne, es gibt halt zum Beispiel die Camarilla und den Sabbat. Camarilla sind die, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Guten, aber keine Angst, das sind jetzt keine vegetarischen Vampire und die glitzern auch nicht, ja, die Camarilla sagt halt nur, als Beispiel jetzt, ne, ja, wir müssen die Maskerade aufrechterhalten, wir müssen unerkannt unter den Menschen leben und ja, sag ich mal, ne? Und die der Sabbat zum Beispiel, der sagt, nee, wir sind den Menschen eigentlich so überlegen, dass eigentlich, warum sollen wir uns überhaupt verstecken, sag ich mal, ja? Ja, jetzt nur mal so ganz grob angerissen, wie gesagt, mein Wissen ist auch wirklich nicht mehr, also glaubt mir, das ist 10 Jahre lang da nicht, ja, wo ich da weg von bin, ne, nur so als kleine Erklärung halt auf jeden Fall und ich freue mich mega, wie gesagt, ich kenne halt die Clans noch, ich kenne, ja, die Disziplin, die drauf haben noch und das war's dann auch schon, ja, und da auch nicht mehr alles. Ja, von dem her und deswegen, ja, kein Hintergrundwissen mehr, nur damit ihr wisst, warum ich mich so mega aufs Spiel freue und ja, dann würde ich sagen, wir legen mal los und ich bin mega gespannt. Was? So, Gemächer des Prinzen, der Hof von Boston ist in Aufruhr, Code Red wurde ausgerufen, das heißt, eine erhebliche Krise ist ausgebrochen, Emmem, Leisha und Galeb werden von den vor den Prinzen zitiert und das sind quasi diese drei spielbaren Charaktere, die wir in Swansong haben und ihr seht, es geht um Boston, wir haben jetzt noch ein bisschen Ladebildschirm, ja, dann vielleicht, ja, doch noch so ein bisschen Hintergrundwissen kurz, ne? Der Prinz, das ist quasi immer, der Prinz herrscht immer über eine Domäne, ja, das ist, ich sag mal, das ist eine Stadt, meistens ist es einfach eine Stadt, eine große Stadt, ja, und wir werden jetzt halt zum Prinzen zitiert, und ja, ich bin mal gespannt, wie das ausgeht, ja, wenn wir jetzt gleich zum Prinzen geladen werden und welche Aufgaben dass der da für uns hat. Und Leute, wenn ich irgendwelches Fehlwissen verbreite, weil ich wirklich, ich bin über 10 Jahre da raus, dann schreibt's gerne in die Kommentare. Ja, aber eigentlich müsste das, glaube ich, so passen, was ich bisher erzählt habe. Und so, es ist geladen, es geht los. Ich bin neugierig, ich bin gespannt, ich freue mich. Ja, wie ein kleiner Vampir. Los geht's. Vampire befinden sich unter uns. Ohne dass wir es wussten, haben wir ihre Städte gebaut, ihre Kriege ausgetragen und ihren Hunger gestillt. Seit Jahrhunderten haben sich diese Kreaturen in rivalisierenden Sekten organisiert, von denen die Camarilla die größte ist. Okay, ich muss ein bisschen schneller lesen. In ihren Domänen setzen die Höfe der Camarilla die Maskerade durch, eine globale Verschwörung, mit der die Existenz von Vampiren von der Welt der Sterblichen verborgen werden soll. Wer gegen die Maskerade verstößt, wird zum endgültigen Tode verurteilt. Mist, noch schneller lesen. In Boston gehen sich die Fraktionen der Vampire schon lange gegenseitig an die Kehle. Nach zahlreichen Konflikten hat der neue Prinz Hazel Iverson nun einen brüchigen Pakt mit einer Gruppe Blutmagier geschlossen, die als das Hartford Gildenhaus bekannt sind. Diese Allianz soll nicht nur Stabilität in die Domäne bringen, sondern dem Prinzen auch den Handel sichern. Also das Schmuggeln von Blut und sterblichen Opfern, die der Vampirelite zu Diensten sind. Heute Nacht feiern die Untoten. I'll just
get this going. There, ready. We're all set. Now, to begin, tell me, what do you see? I don't know. Okay. Try this. Focus on your vision. Vampire The Masquerade Swansong. Ich freue mich wie verrückt. Did you feel it too? Take your stuff. We're getting out of here. We've got a problem. Call them back. Mahlzeit. What's going on? It's the prince. We must go quickly. Oh. Come on. Damn it. Hurry up. Calm down. Maybe it has nothing to do with the party. You know full well I was in charge of it. If anything goes wrong, it's my head on the chopping block. Fuck. Damn it. It took Hazel months to convince the Hartford Chantry to ally themselves with us. So they finally accept, and then bam, a code red. There's never been a code red in Boston, damn it. This has gotta be bad, MM. So, Dialogfähigkeiten. In Dialogen erfordern manche Antworten den Einsatz von Fähigkeiten. Deine Fähigkeitsstufe wird mit der deines Gegners verglichen. Der höhere Wert gewinnt. Fällt der Wert einer Fähigkeit auf 0, kannst du sie nicht nutzen. Wir haben eine Willenskraft von 12, vermute ich mal. Der Einsatz einer Fähigkeit verbraucht Willenskraft. Gewinnt dein Gegner, erhältst du am Ende des Dialoges etwas Willenskraft, ja, zurück wahrscheinlich. So, dann. Was sagen wir denn? Psychologie oder Überzeugen können wir wählen. Nee, da können wir nichts machen. Ah, hier. Okay, Psychologie. Überzeugen. So, ja, Erfolg liegt bei 100%. Ja, also machen wir das. It's not like you had anything to do with it. I'm sure... You don't get it. I was in charge of organizing the party. But security is Jara's problem, yeah, normally. Except Jara is a member of the Primogen. I'm not. But you're a harpy. The prince will cover you. You know she's always looking for an excuse to take him down a notch. We'll see. What do we do next? When everyone's safe, we move on to phase two. We clean house. So, was ist ein Code Red oder wir räumen auf, wir fragen mal. Also, wir können uns zwar denken. Did you say this is the first Code Red in Boston? Ever since the fall of London, protocol is no longer a laughing matter. Whatever. They've been harping on that for 4 years now. They took away our internet access, our smartphones.
It's called risk mitigation, that's all. A code red is an alarm signal that's sent to everyone to say, watch out, we're all in danger. And everyone runs to shelter at the nearest safe house. For us, it's with the Prince. It could have been worse. I'd have preferred worse. You're not even listening to me. Wir räumen auf? Was meinst du denn damit? What do you mean by we clean house? Getting rid of our archives, our documents, anything that might betray our network and relationships. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, wir können ja nichts anderes mehr machen jetzt, dann wechseln wir mal das Thema. What comes after phase two? Just pray that it never comes to that. Come on, tell me. We run. We leave everything behind and we go into hiding. As far from here as we can. There's no way I'm leaving Boston. Everything I have is right here in the city. It took me years to build my clubs. I've worked too hard to give it up now. You won't have a choice. I know you hate coming here. Are you gonna be all right? What do you think? I know how to behave, Jay. Yeah, I know. Just keep your cool and it'll be fine. Ah, my little darlings. You're here at last. The fear that something horrible had happened to you terrified me. No call for theatrics, April. The Prince asked to see you as soon as you arrived, Amim. I wouldn't dilly-dally if I were you. As for you, Journey, someone's triggered a code red. If anything has happened over there, I'll hold you personally responsible. Oje, also Dialog. Disziplinen. Vampire haben übernatürliche Fähigkeiten, die sie von ihrem Clan vererbt bekommen. Disziplinen. Einige Disziplinen können in Dialogen verwendet werden. Wie bei Fähigkeiten gewinnt auch hier die höhere Stufe. Nicht allen Vampiren stehen auch alle Disziplinen zur Verfügung. Manche Sterbliche können über gewisse Kräfte verfügen, doch die meisten von ihnen können sich nicht vor Disziplinen schützen. Okay, Hunger. Das bedeutet halt, ja, Lebensbalken, werden wir feststellen. Der Einsatz einer Disziplin generiert Hunger. Ah, okay. Hunger hat einen Wert, der nicht überschritten werden kann. Das schränkt den Einsatz der Kräfte des Vampirs ein. Vampire, die ihr Hungerlimit erreichen, können die Kontrolle verlieren und den nächsten Sterblichen anfallen und von ihm trinken. Und das wäre natürlich schlecht, weil, wie gesagt, ne, wir sollen uns ja an die Maskerade halten. Und deswegen müssen wir immer gucken, dass wir immer schön Happa-Happa machen. Ja, weil, wie gesagt, wir wollen die Maskerade ja nicht brechen und irgendwie dann unkontrolliert vielleicht irgendwelche auf der Straße anfallen und uns damit selber in Gefahr bringen, weil wir damit halt die Maskerade brechen. So, April schmeicheln oder Shawnee unterstützen. Ja. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, hier jetzt schon eine Disziplin einzusetzen, aber wir müssen es ja machen. Es ist, wie gesagt, scheinbar irgendwie das Tutorial oder so und wir sehen auch hier Erfolg 0%, aber ja, wir müssen, es geht nicht anders. Hier können wir leider nicht weg, nö, also dann, los geht's. Uiuiui, das gibt bestimmt Ärger. You know, back in the day, nobody could bat an eyelash without you knowing about it. You must know exactly what Jay is being blamed for, don't you? Mm. My dear Mm. I adore you. Really, I do. But darling, please. You're way out of your league here. This alliance with the Hartford Chantry is crucial. The Prince is on edge. We can't get through to anyone over there. What does this have to do with Jay? She was in charge of the whole thing, for goodness sake. Listen, both of you. From now on, I don't want to hear another word out of either of you. The Prince is furious. Journey, you're coming with me. I don't see why. And as for you, Hazel wants to see you. Right now. Uh-oh. So, und ja, damit geht's los, würde ich sagen. Okay, der Zopf hat ein bisschen viel Haarspray, ja, wenn man den so anguckt, ja, also der hat so ein bisschen arg viel Haarspray grob abgekriegt, der,
ja, wirkt doch sehr statisch und ja. Ja, jetzt ist besser. Nee, auch nicht. Okay, los geht's. Boah, es sieht richtig cool aus. Nice gemacht, ne? Das ist. Hallo, guten Tag. Ja, hi. Ja, so residiert halt der Prinz. Ne? Der Prinz ist übrigens geschlechterneutral. Ne? Kann halt männlich wie weiblich sein. Ja, weil, warte mal. Who's she, Galeb? Emem Lewis. She smiles like a toreador. Letters etched in bold right upon her teeth. What about that bearded guy who's swallowing his bile? Dejan Siaka. A Tremere warlock, then? Keep him at a healthy distance. With a sideward glance, he could make the blood in your veins boil. Is court attendance usually this sparse? So, dann haben wir hier den nächsten spielbaren Charakter. Normalerweise sind wir zahlreicher und ich würde fast mal drauf tippen, ja, dass es ein Ventru ist, ja, so wie er aussieht. Normalerweise sind wir zahlreicher, alle hätten auf dieser Party sein sollen oder sie redet zu viel. Ich sag mal, normalerweise sind wir zahlreicher, oder? Under ordinary circumstances, there would be more of us here. Is it because of the code red? Could be. We should have all been at that party. But a code red is a code red. No one can leave. I'd hate to be Caius right about now. Why? He's second honcho of house security. This promises to be a busy night. I know what you mean. It's one thing to have been told that the Nosferatu don't age well. It's another thing to see it for yourself. It's by no fault of their own. Do you think you'll be able to ask the prince tonight? If you can embrace me? No. Now is no longer the time. And he is your child? Mr. Beryl Underwood. Er ist ein echter Finanzhai. Er ist ein Mitglied der Erstgeborenen. Ich möchte mit ihr nicht darüber reden. Das muss sie eigentlich nicht wissen, oder? Ich meine, die ist ja auch noch keine von uns so richtig, ja? Never forget that the court is a chessboard. We are monsters and we sacrifice pawns. If you want to be a major piece, then behave accordingly. But nothing can happen to you here. We're in the prince's house. She must be finished by now. Wait for me. This won't take long. It's out of the question, MM. I won't let her get away with this. All right. Calm down, Dejan. Where's Journey? What's it to you? Don't start with me. She was in charge of the party. She has to take responsibility for this. Leave her out of it. It's too late for that. Don't waste your time covering for her. She's not a kid anymore. I haven't heard from my child, and no one's able to get through to them over there. Go on then. Go and save Imani and stop wasting your breath. There are rules. Need I remind you? We're all stuck here. You're such a good boy. You'll never change. Dejan! What? Oh, come on, Hilda, she needs to grow up. Leave us. Ooh. I don't need your help. Mem, please, stop calling me that. I was worried about you. You still haven't moved on, have you? You're always getting in my way. Lower your voice. People are staring.
So, Dialog, Fokus. Fokus ermöglicht dir das vorübergehende Steigern einer Fähigkeit um eine oder zwei Stufen. Je mehr du deinen Fokus steigerst, desto höher sind die Kosten für die Willenskraft. Damit du sie fokussieren kannst, muss eine Fähigkeit einen Mindestwert von einem Punkt aufweisen. Disziplin oder Kenntnis kannst du nicht fokussieren. So, dann Fokus. Mittleres Mausrad? Das ist alles so klein. Nee, hier? Fokus, ja. Hä? Leute, ich bin gerade etwas überfordert. So, nee, ich will nichts überspringen. Warte mal. Fokus. Hä? Bin ich bekloppt? Was wollen die von mir? Warte mal kurz. Hä? Das ist nicht wahr, oder? Fokus. Ja, mittleres Mausrad. Ah, jetzt alles klar. Entschuldigung. So, nach oben. So. Unentschieden. Sind die Stufen der Fähigkeiten und Disziplin identisch, ist das Ergebnis des Konfliktes ungewiss. Die Siegeschancen lassen sich durch Boni oder Mali oder im Austausch gegen Erfahrungspunkte beeinflussen. Alles klar? Wissen wir das? Wissen wir das auch? Entschuldigung. Ich hab so ein Kratzen im Hals. So, ja, was sagen wir denn? Lass mal überlegen. Wie gesagt, okay, guck mal. Wir können quasi den Fokus dementsprechend hochknallen. Jetzt ist natürlich die Frage, lohnt sich das schon, das zu gewinnen? Ich sag mal ja, oder? Gewinnen ist immer gut. Ah, Mist. So, Gegnerverhalten. Deine Gegner können auch ihre eigenen Fähigkeiten fokussieren. Ja, das habe ich gerade gemerkt. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es gelassen. Im Gegensatz zu dir ermöglicht ihnen das Fokussieren lediglich das schrittweise Steigern ihrer Fähigkeitsstufe. Spielerverhalten. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner fokussiert, wird durch einen Prozentwert dargestellt. Je aggressiver du bist, Fähigkeiten fokussieren, Einsatz von Disziplinen, desto wahrscheinlicher ist es, dass dein Gegner ebenfalls fokussiert. Okay, wissen wir Bescheid. Hab ich in 10 Minuten bestimmt wieder vergessen. Do you know what this code red is all about? You're in the Primogen. You must know something. I'm in the same boat as the rest of you. Apparently it was from one of Moore's retainers. That's all I know. Who's that? Jason Moore. Don't you remember him? He's the human who manages our interests when the sun comes up. He handles our assets, errands with the banks. What does he have to do with this? I don't know. It now seems that Miss Hazel Iverson, the mighty Prince of Boston, is no longer on speaking terms with the Primogen. As if now were the ideal time. She asked to see me. Do you know why? My best guess is that she'd like to talk to you about Journey, of course. I always warned you that girl was trouble. Yeah, sure. I've gotta go. Hazel must be upstairs. I'd better hurry. What about Jara? I haven't seen her. Counselor Drury is not here. Vielleicht noch ein bisschen rumgucken. Long faces. Mr. Leto's teams are trying to reach them. Vielleicht noch ein bisschen rumgucken kurz, ja, und dann geht's sofort nach oben, aber ne? Es ist einfach ja, echt beeindruckend hier. So, dann ab nach oben und mal gucken, was man von uns will. What a shitty night. Hazel must be pissed. Ah, okay, das da oben ist nur unsere Quest. What the hell could she want with me?
everything okay, Mom? Penny, for your thought? Nothing, Pumpkin. What were you saying? You saw pictures again? You're not going back to the Institute, are you? No, don't fret. I'm gonna stay here with you now. I don't like it when Richard takes you away. He's my psychiatrist. He's helping me so I can be with you. Mom has a little trouble sometimes, remember? I see things that haven't happened yet. And I forget others. Yes, I know. And you have to slumber so you can rest all alone sometimes. But 3 years was too long. Ich habe sie so sehr vermisst, oder wir werden nicht nur einmal getrennt. Schwierig. Ich kann es halt nicht versprechen, aber komm, wir sagen das. It seemed like an eternity without you. I missed you too, Mom. I need my sweet little monster. Mom? What's going on? Why does everybody look so upset? I think something serious is happening. I'm worried. I still haven't seen Richard. I looked for him so he could explain, but he can't be found. So what do we do now? I was told to wait here, because Hazel wants to see us. There are grown-ups coming, and your mother needs to talk to them. Oh, then I'll go hide, because grown-ups talk to me too much. If you want, sweetie. But don't wander off. Go on. Show me what you do to make sure no one spots you. Okay, here I go. Oh, Unsichtbarkeit. Leisha, it's been a while. Hey, MM. When did you get out? Just tonight. Hazel wanted to see me. That means she's extremely worried about the situation. That or she's a major drama queen. So, MM ist nicht klar, wie ernst die Lage ist. Sie sollte dem Prinzen mehr Respekt zeigen. Das ist auf jeden Fall immer gut und wichtig. I know she knew her before, but she's the leader of Boston now. You owe her respect before everyone and in every circumstance. She is your prince. Are you lecturing me? First Siaka, now you. Why won't anybody give me a break tonight? Maybe you asked for it. Or maybe if you behaved in a manner more appropriate to the circumstances and our setting, then you'd better understand why everyone is so nervous. Er hat kein Recht, mir eine Predigt zu halten, oder Diane hat es herausgefordert. Boah, das sind eigentlich, ich finde jetzt nicht, dass das typische Tori-Antworten sind, aber ich würde mal sagen, wir machen das. Siaka jumped down my throat. Was I supposed to let him take his nerves out on me? No, I'm sorry. That's not how things work, Bizori. We must all remain calm and accept any help we can get, even from the most unusual sources. That's surprising to hear, coming from a blue blood. At least your certainties come from a more solid source than a prophecy from a child of Malkov. You don't know what you're talking about. All I'm saying is that whatever the problem is, your hallucinations aren't gonna help us solve it. Dieses Mal ist es anders. MM kann glauben, was auch immer sie will. Mir ist es egal. Ja. Malki Antwort. Yet many of the things I saw ended up happening. Quentin King's disappearance, Hazel's rise to power, your breakup with Hilda too. But you're probably right. It's just Hazel and her flair for the dramatic. Only time will tell. Good evening, ladies, sir. The prince shall see you now. So, MM Lewis, rebellischer Star, die Diva, die Bostons Nächte erhält. Es kann allerdings gefährlich sein, Licht in die Welt der Finsternis zu bringen. MM weiß das, aber es ist ihr egal. So, Profil wählen. Okay, warte mal hier. Profil wählen.
Profil, das sich auf Kenntnisse und Fähigkeiten konzentriert, mit denen du verdeckt arbeiten, jemanden erpressen oder Informationen stehlen kannst. Dann Tausendsassa-Profil, das sich auf das Verbessern von Attributen und eine große Auswahl an Fähigkeiten konzentriert. Es ermöglicht dir eine maximale Anzahl an Interaktionen, die sich aber nicht alle voll beherrschen lassen. Veteranenprofil, das sich auf Dialogfähigkeiten und das körperliche Attribut konzentriert. Du kannst damit die Aura deines Charakters in Gesprächen einsetzen und frei Profil ohne vorverteilte Punkte. Schwierig. Also ich denke mal, dass wir jetzt halt, also wir werden wahrscheinlich alle drei spielen, ja, und ich denke jetzt einfach mal, dass wir halt das Profil für sie einstellen oder welche Fähigkeiten sie haben soll oder welches Profil, und da würde ich mal sagen, da nehmen wir mal ich würde mal sagen, also ich finde das hier von dem, was wir jetzt hier lesen, weil Toreadoren sind ja die großen Künstler, ne, die Redenschwinger und ja, aber jetzt halt, ne? Ja, also ich würde sagen, das hier, oder? Veteran. So, MM Lewis Toreador. Körperlich haben wir hier 2 Punkte, gesellschaftlich 2 Punkte, geistig haben wir 1. Ja, okay, also, ne? Die cleverste ist er noch nicht, kriegen wir aber bestimmt hin. So, Charakterbogen. Zu Beginn einer Szene kannst du die Fähigkeiten des Charakters mit Erfahrungspunkten verbessern. Diese Fähigkeiten werden in 2 Bereiche aufgeteilt. Charakterbogen und Disziplinbogen. Attribute. Jedes Attribut wirkt sich auf eine bestimmte Liste mit Fähigkeiten und Disziplinen aus. Attribute erhöhen die Siegchance, wenn es zu einem Unentschieden kommt. Entschuldigung. Wenn du sie verbesserst, senkst du außerdem die Kosten für die Willenskraft und für Fokus. Kenntnis. Der Einsatz von Kenntnisfähigkeiten kostet keine Willenskraft. Sie lassen sich durch das Verwenden von Fokus nicht verbessern. Okay, alles klar. So, wir haben 5 verfügbare Erfahrungspunkte, die wir verteilen können. Und da würde ich doch glatt mal sagen, boah, schwierig. Attribute, da werden wir, also gesellschaftlich sind die auf jeden Fall. Also, wie verteilen wir den Punkt? Moment mal. Ah, anwenden, gedrückt halten? Nee. Hä? Warte mal. Kosten 35. Ah, okay, alles klar. Da geht noch nicht viel. Ja? Guck mal. Wir haben ja erst 5 verfügbare Erfahrungen. Ich dachte schon, wir können hier vielleicht ein bisschen, ja, was verteilen, aber das geht noch nicht. So, Disziplinmenü, dann gucken wir da mal rein. Was haben wir denn? So, auf dem Disziplinbogen sind die Disziplinen des Charakters vermerkt. Disziplinkräfte in eine Disziplin. Investierte Erfahrungspunkte steigern deren Stufe und können zusätzliche Kräfte gewähren. Disziplinkräfte können passiv sein und in Dialogen oder bei Erkundungen genutzt werden. Okay, alles klar. So, können wir denn hier schon irgendwas machen oder noch gar nicht? Was haben wir denn? So, lass mal gucken. Was kostet? Ja, okay, da können wir auf jeden Fall ein bisschen was verteilen schon. Warum ist denn das? Okay, fangen wir mal hier in der Mitte an, würde ich sagen, oder? Auswächs. Übernatürliche Wahrnehmung. Wenn du sie aktivierst, werden deine 5 Sinne geschärft und du kannst eine mögliche Zukunft erkennen und sehen, was deine Gegner vorhaben. Präsenz, eine Disziplin, die mit Charisma verknüpft ist, um die Gefühle der Ziele in deiner Umgebung zu beeinflussen. Und dann haben wir noch Geschwindigkeit. Diese Disziplin ermöglicht es dir, deine Umgebung mit hoher Geschwindigkeit zu durchqueren. Außerdem verlangt haben sie dein Zeitgefühl. Also ich würde mal sagen, dann nehmen wir hier auf jeden Fall mal Präsenz. Wenn, muss ich dann hier, ne? Oder? Nee, kosten 0. Hä? Im Moment bin ich ein bisschen überfordert. Wartet mal. Anwenden, gedrückt halten. Oh. Mist. Wir verteilen es gleich. Hehe. Kann ja mal passieren. Hazel. Dalsin.
Come in, MM. I wanted to have a word with you. What can I do for you? I'm glad you're here. It's been a long time since we last saw each other. Tell me, where were you tonight? Like everybody else, I suppose. At home, getting ready for the party. How fortunate you weren't running early. Why? What's happened? You know what the code red means. There was a breach. This is intolerable. These agreements were supposed to celebrate the power of my court. Instead, I've been made to look a fool in the eyes of my allies. We'll have to increase our diplomatic efforts with the warlocks. Send new emissaries to Osborn. What's that got to do with me? Don't you worry about that for now. We have more urgent matters to attend to. We bring Journey to me. Wieso? Es ist nicht ihre Schuld. Das wissen wir jetzt nicht, aber wir sagen das auf einfach. Wir sagen das doch mal, oder? She hasn't done anything. Hazel. I'll be the judge of that. Nee, das wollen wir schon genauer wissen. What do you want with her? I have a few questions I need to ask her. If mistakes were made, I need to know what happened. I'm sure that your friend will have a lot to tell me. Okay. Yes, my prince. I'll be right back. I didn't bring you here just for that. I have something to offer you. I'm listening. It's about the Primogen Council. You know everyone who's in it. Beryl, Richard, Hilda. Their support was much appreciated after the disappearance of the previous prince. Quentin King. But now, they've become an obstacle. It's been going on for months. They systematically oppose everything that I do. It must stop now. So, alles wie immer oder weiter schweigen? Ich würde sagen, weiter schweigen, oder? The Camarilla has faced many challenges in the past few years. Many of our strongholds have fallen. I won't let Boston suffer the same fate. But for that, I need loyal allies. Also, how would you like a spot in the Primogen? What? You've always taken care of your community, MM, without ever asking for anything in return. It might be time you took a leading role in the community's affairs. Hilda won't let you do it. She'll never see me as her equal. Being seated next to her child? She'll feel humiliated. I'm her prince. She will obey me. She's not gonna like it. I don't care. What I'm offering is much bigger than all that. What do you think? Mir gefällt's am Hof nicht. Oder ich muss darüber nachdenken. Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, das ist eine Chance. Die bekommt man nicht alle Tage. Und ich glaube nicht, dass sie das einfach so, ja, jetzt... I don't know. I need to think about it. Time is of the essence. You're a businesswoman, MM. I know you'll be up to it, but we'll talk about it again soon. In the meantime... I know. Jay, I'm going to go see Sylvia first. I need to clear my head. Do it. You won't be able to hunt tonight. It's better to be prepared. Bring me Journey. I will. I have the utmost confidence in you, MM. Do not fail me. You can count on me. What the hell is going on? MM, I'm happy to see you in one piece. Hey, Syl. I'd like some refreshment, please. Of course, I'll get you a glass. I was thinking more like a vessel. Oh, serve yourself. But try not to damage them, okay? They're all I've got left in stock. I get it, I'll be careful. I'm right here if you need anything else.
die Jagd sicheres Gebiet. In einem sicheren Gebiet kann dich niemand beim Trinken beobachten. Du findest es, indem du deine Umgebung erkundest. Du kannst nur eine Beute gleichzeitig in ein sicheres Gebiet schicken. Alles klar? No news from anyone. Do you think that? So. Now's not the time to be thinking about that. We're not the only ones freaking out. Look around. Exactly. We've got to keep our wits about us. Got it? Wir sollen uns selber bedienen. Heißt das, wir sollen jetzt da rein? Weil, ja, der Prinz sagte ja, heute wird nicht gejagt. Und da halten wir uns natürlich dann auch dran. So, wir gucken mal die Ziele. Sicheres Gebiet. Finde einen Ort abseits neugieriger Augen. Ja. Aber wir kommen ja hier gar nicht raus, oder? Ah, sehr gut. Sicheres Gebiet gefunden. Die Jagdbeute. Beute wird immer dann sichtbar, wenn du dich ihr näherst. Um zu trinken, musst du ein sicheres Gebiet finden, in das du deine Beute locken kannst. Konzentriere dich auf isolierte Beute, wenn sie von potenziellen Zeugen umgeben ist und die Beute in ein sicheres Gebiet schickst, steigt der Verdacht, dass du es warst. Okay, alles klar. Wisst mal Bescheid. Hoffe ich mal. So. Entscheide dich für eine Beute. Ja, dann gucken wir mal, oder? Wen haben wir denn hier? Wen nehmen wir denn? Ist, glaube ich, egal, ne? Ja, ich würde sagen, komm, wir... Der geht nicht, ne? Nee. Ja, dann nehmen wir gerade den, der da an der Theke sitzt, ne? So. Hallo, guten Tag. Sorry, I'm a little out of it. Bisschen weggetreten, okay. Come on, it won't take long. Going. Die Jagd, der Kuss. Vampire nutzen ihre Kräfte, um ihre Beute zu berücken oder zu überwältigen und ihren Hunger zu stillen. Trinkst du von deiner Beute, kannst du die Menge des entnommenen Blutes steuern. Halte die Taste gedrückt, um festzulegen, wie viel von deinem Hunger gestillt werden soll. Drückst du die Taste nicht oder lässt du sie erst los, wenn die Leiste voll ist, verliert deine Beute zu viel Blut und stirbt. Verdacht, wenn du die Beute tötest, erhöht das den Verdacht. Sterbliche sind auf der Hut, während Vampire deinen Respekt vor der Maskerade in Frage stellen. Okay, hoffentlich ist das kein schweres Minispiel. In Minispielen bin ich immer kacke. Ja, so. Zack. Okay, dann. Oh. Ah, ich verstehe. Okay. So, die Jagdresonanz. Bestimmte Beute, deren Blut emotional aufgeladen ist, hat eine Resonanz. Nachdem du von ihr getrunken hast, erhält dein Charakter diese Resonanz. Am Ende einer Szene gewährt eine Resonanz einem Charakter einen Erfahrungsbonus auf die entsprechende Disziplin. Erhältst du während einer Szene mehr als eine Resonanz, wird nur die letzte gespeichert. Zweiter bist, wenn deine Beute überlebt, kannst du ein zweites Mal von ihr trinken. Danach stirbt sie allerdings und der Verdacht steigt an. Alles klar, nee, dann machen wir das nicht, oder? Außer wir müssen es vielleicht machen, aber das müssen wir ja nicht. So, was haben wir denn zu tun? Wir gucken mal. Sicheres Gebiet. Hatten wir gefunden? Sollen wir nochmal... Hä? Müssen wir nochmal trinken? Nein, oder? Wobei, hier ist es ja... Wir sind ja eigentlich noch in den Gemächern des Prinzen. Alright, Jay. Where are you hiding? Ah, nee, okay. Ja, also wir sind ja eigentlich noch hier im... Ja, da wäre es ja egal, ne, wenn der stirbt, sag ich mal. Bringe Johnny zum Prinzen, finde... Okay, alles klar, wir suchen. Wir sind auf der Suche. So, können wir mal kurz durch, bitte? Dankeschön. Can I help you?
Ich würde gern durch. Ja, dann nicht. So, dann müssen wir wohl da lang, oder? Kann man den hier schönes untersuchen? Ich liked this stuff before. Why would I want it in the blood I drink now? Mhm. Alles klar. So. Gucken wir mal, oder? Da geht's auch nicht weiter. Ich bin jetzt so ein bisschen. Warte mal. Ja, bin ich blind? Blöd? Doof? Was? So. Ja, wo soll man denn hin? Hier nicht. Okay. Nochmal mit ihr quatschen vielleicht, oder? What a shitty night. Do you think the code red will last much longer? I hope not. The faster I get out of here, the better. What? And Mem Lewis, the Black Rattler's Rose, is afraid of a handful of politicians? God, no. Fine. Let me know if I can do anything for you. Ja, hier, da, wir suchen, ne? I'm supposed to find Jay. Do you know if she's done talking to April? Huh, good question. I saw her earlier, but she wasn't with Miss Bosley. She went into that alcove on your right, but that was a while ago. Thanks. You might want to avoid hanging around with her, you know? I've heard stuff about her. I know, and it's not true. She didn't do anything, all right? Fine. Sorry. Did you need anything else? So, der Prinz hat eine ganze Etage für sich selbst. Es gibt eine Überwachungseinheit. Wie machen wir das? Miss Iverson has the top floor all to herself. Yes, that's where she's got her office for hearings, as well as her personal quarters. Miss Bosley is the only one who has access to them. Und es gibt eine Überwachungseinheit. I heard the prince put together a surveillance unit. Yeah, the cave. Mr. Leto and his team spend their nights there. It's just below us. But don't even think about going down there. It's only for sewer rats. So, dann Thanks gehen wir mal wieder. My pleasure. Come back anytime you want. Alles klar, werden wir machen. So, was mit dir? Hey, Abby. Hey, Mem. It's been a while. Can I help you? Ja. Hast du eigentlich Jay gesehen, sag mal? I've got to talk to Jay. You haven't seen her, have you? No, you should ask April. It's a good idea. Thanks for the advice. Was für eine Rolle hat sie hier? Ja, komm, machen wir das. Do you still work for April? Well, aren't you rude? My loyalty is with the court. Seems like Bosley's leading you around by the nose, though. She's got some extra responsibilities, sure. But that's it. I have my own agenda. Mm-hmm. I'm not surprised. So, dann gehen wir weiter. I've got stuff to do. See you later. Jo, mach's gut, ciao. Ja, dann, ne? Also hier kommen wir, glaube ich, auf jeden Fall nicht weiter. Wir müssen halt irgendwie hier vorbeikommen, oder? Miss Lewis. Aber, das wird nix. Was mit dem hier? Können wir da noch was machen? Nein. So, wo sind wir hier? Da geht auch nichts. So, mit ihr brauchen wir auch nicht reden. Nee. Die ist nur für Hapa. So, was mit ihr? Gleiches Spiel. Ja, hast du noch was? Yes. Irgendwie Tipp für uns oder so? Nö, auch nicht.
So, dann bin ich im Moment, ehrlich gesagt, ein bisschen überfragt. So, hier kommen wir nicht durch, hier kommen wir nicht weiter. Wir können hier auch, glaube ich, keine Fähigkeiten oder Disziplinen einsetzen, gehe ich stark von aus. Can I help you? Sag mal, kann er nicht so doof sein, oder? I never liked this stuff before. Why would I want it in the blood I drink now? Was übersehe ich denn gerade, Leute? So, da geht's nicht weiter. Da auch nicht. Hier geht's nicht weiter. Oh je, Leute, es tut mir leid. Wir sind fast schon bei einer Stunde, sehe ich gerade. Ich war so hingerissen und fasziniert vom Spiel. Ja, dann würde ich sagen, wir machen weiter in der nächsten Folge von ja, Vampire the Masquerade. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, dann lasst sehr gerne ein Abo da. Es würde mich mega freuen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt gerne dem Video ein Däumchen und schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, wie euch das Spiel gefällt und was ihr von dem Spiel haltet. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, tschüss. Okay.